Guten Morgen, Herr Gerritsen. Guten Morgen, Robert. Wir stehen jetzt vor der Messe München. Seit wann ist denn die Messe eigentlich hier draußen in Riem? Die Messe ist 1998 im Februar hier in Betrieb gegangen, auf dem ehemaligen Rollfeld des Flughafens München-Riem. Das heißt, wir sind fast 20 Jahre hier draußen. Was gibt es denn so für Anekdoten? Wie war das denn damals noch, als die Messe mitten in der Innenstadt war? Was sind denn diese großen Unterschiede eigentlich? Für uns war der Umzug hier an den Stadtrand ein Quantensprung. Zum einen ist das Gelände hier von der Gesamtfläche doppelt so groß wie die beengte Fläche in der Innenstadt. Die Hallenfläche ist jetzt um 80% größer als damals in der Innenstadt. Und aus der kleinen, überschaubaren Messegesellschaft hat sich ein weltweit tätiges Unternehmen entwickelt, einer Vervierfachung der Mitarbeiterzahl. Also die Messe München hier ist eine völlig andere Messe München als damals auf der Theresienhöhe. Das heißt, Mitarbeiterzahl, wie viele Leute arbeiten denn heute bei der Messe München? Wir haben jetzt hier bei der Messe München knapp 700 festangestellte Mitarbeiter. Wie viele Menschen sind denn am Ende tatsächlich für die Transportlogistik zuständig? Wenn man 700 Leute im Gesamtkonzern hat, wie viele sind es dann, die da die Transportlogistik organisieren? Neben Ihnen, der ja vorne dran steht. Ja, das kommt drauf an. Der engere Kreis ist relativ schmal. Das ist ein Projektteam mit 5, 6 Mitarbeitern. Das heißt, es gibt einen ganz kleinen, engen Kern, der für die Steuerung der Messe verantwortlich ist. Und daneben größere Kreise von Unterstützern innerhalb des Unternehmens und außerhalb des Unternehmens. Dann gehen wir mal rein. Momentan sieht ja alles hier relativ ruhig aus, keine Messe. Ist auch alles zugeschlossen. Ja, aber mit dem richtigen Schlüssel kommt man überall in die Messe rein. Gut, dass wir sie dabei haben. Auf den Schritt in die Messehallen und zur Transportlogistik sind wir jetzt schon wieder ein Stück weiter nach vorne gekommen. Wir sind mittlerweile an den Drehkreuzen. Hier passieren dann ab Mai die Besucher der Transportlogistik den Eingang. Wie viele Besucher erwarten wir denn tatsächlich? Ja, wir haben beim letzten Mal rund 55.000 Besucher gezählt und ich hoffe, dass es 2017 ein paar mehr werden. Wie kommt der normale Messebesucher am Ende zu einer Karte? Das Einfachste ist, sich online zu registrieren, zu Hause die Karte auszudrucken, an den Leser zu halten und ins Gelände zu laufen. Die etwas weniger kommode Möglichkeit ist, sich an einem der Registrierschalter anzustellen und den ganzen Vorgang hier im Stehen zu absolvieren. Dann also die große Empfehlung, zu Hause vorab registrieren, herkommen, durchlaufen und in die Hallen gehen.